Moin und willkommen zurück bei X4. Dank der neu eröffneten Handelswege haben wir den Wiederaufbau unserer Werft eingeleitet. Sie sind selbstverständlich herzlich eingeladen, uns bei unserem Unterfangen zur Seite zu stehen. Ja. Ihre Bemühungen werden natürlich lukrativ vergütet werden. Ich bin an meinem zugewiesenen inaktiven Sprungtor angekommen. Ich werde sofort mit den Ablesungen beginnen. Ich würde jetzt tatsächlich einmal ganz kurz, bevor ich mit meiner Mission durchstarte, einmal den Sektor kurz ein bisschen durchfliegen. Kurz ein bisschen gucken, was es hier so gibt. Hier entsteht dann wahrscheinlich die Werft oder so. Ja, das ist eine Fabrik. Also die Boronen bauen sich jetzt halt auch so langsam auf. Vorher waren sie quasi inaktiv, man hat auch keine Schiffe oder so von den vorher entdecken können. Dafür musste man eben erstmal mit diesem Plot hier anfangen. Brauerei für synthetisches Rohgas. Sprungtor. Unbekannter Sektor. Wie ist denn hier? Ja, genau. Einen Sektor mehr gibt es hier unten noch. Einem inaktiven Tor. Erreiche System, Meer der Fantasie. Viel, 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 viel schneller. Viel schneller von A nach B. Hier wird auch was gebaut, oder? Ja, hier wird abgebaut. Hier ist ein neues Trümmer. Okay. FRF Lindwurm, das müssen ja Spitz sein. Ja, sonst gibt's hier absolut nichts zu sehen. Eine Station. Unbekannte Station. Ganz schön tief in deren Sektor. Jetzt habe ich das inaktive Sprungtor gar nicht gefunden, aber es müsste sich auch irgendwo hier aufhalten wahrscheinlich befinden. Das ist ja fast ein bisschen langweilig.
haben wir noch eine Fabrik, die wird auch gerade gebaut. Also man sieht das schon. Die Boronen bauen. Sie kommen. Nachher werden die ganze Galaxie überfliegen. Erreiche System. Großes Riff. Muss man die aufhalten und nicht die Xenon und Karg. Unbekannte Station. Gute Güter. Ist das schon Raumdock oder... Ja, ne? Ja, da gibt es ein sehr, 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 sehr cooles Schiff drin. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Mission. Sie sind jetzt leider. Neue Mission. Optisch nicht ganz so mein Fall. Also ich, irgendwie ist es cool mit den, ich sag mal, Fischigen. Das Organische. Die Schiffe sind ja alle so ein bisschen auf. Die Schiffe sind auf Fische ausgelegt. In dem Nachempfunden. Ja, aber sonst. Weiß ich nicht. Es ist irgendwie cool, aber es ist nicht das, was ich selber haben wollen würde. Also mein eigenes Schiff hier jetzt gerade eigentlich auch nicht. Rein optisch nicht, aber es ist halt. Jetzt erstmal eine ganze Zeit lang ein Mittel zum Zweck. Und auch da dann, wenn ich mehr Geld haben sollte und mal Geld übrig haben sollte für ein neues Schiff, für mich selber, dann. Brauerei für synthetisches Rohgas. Dann wird es wohl auch ein boronisches Schiff. Aber auch einfach nur als Mittel zum Zweck sozusagen. Ich muss gleich da oben hin. Ich wollte schon mal ein bisschen gucken, was die hier so machen. Jetzt wird es ja wieder nach unten geflogen, ne? Irgendwo hier müssten die eigentlich auch ihr Schiffswerf bauen. Gedacht hier. Kann natürlich auch in dem System hier sein. Keine Ahnung. Unbekanntes Objekt. Wir machen jetzt erstmal das hier. Gucken wir uns das da drüben mal an. Die Heimat der Dunkelheit. War noch eine Station. Da. So. Erreiche System, Heimat der Dunkelheit. Heimat der Dunkelheit. Unseren Archiven zufolge gab es etwa hier im Sprungtor-Netzwerk einst eine Xenon-Präsenz. Ich frage mich, was aus ihnen geworden ist. Ach, tatsächlich? Dann haben wir ja Glück, dass unsere Systeme nicht direkt mit einer Xenon-Hochburg verbunden waren. Angesichts des Zustands unseres Militärs hätten wir auf keinen Fall überlebt. Versuchen Sie nun, das inaktive Sprungtor in diesem System zu lokalisieren. Aber sei vorsichtig. Sei sehr vorsichtig beim Navigieren. Wir müssen unser Wort halten und die Kaak meiden. Du musst dich auch vor den anderen Gefahren in dem Gebiet in Acht nehmen. Ich würde empfehlen, dass du dich dicht an den Asteroiden hältst. Sie scheinen ein hervorragender Indikator dafür zu sein, wo dein Schiff keinen Schaden erleiden wird. Ja,
Sie tun eigentlich doch hier rüberfliegen, oder nicht? Dahin. Das möglichst ein wenig entfernt von den Kaark. Gefahr. Gefährliche Region entdeckt. Okay, das macht jetzt keinen Sinn. Einfach oben drüber. Vielleicht da hinten wieder drunter. Oder runter. Oh, ich bin schon wieder so weit. Assistent, vielleicht wäre es einfacher, das Sprungtor zu finden. Ja, das wollte ich auch. Tja, also da ist es doch eigentlich. Vorstellen, dass ich hier nicht so einfach durch kann. Und eigentlich muss ich mir ja noch ein bisschen Zeit lassen. So circa 14,5 Minuten. Bevor ich da weitermache. Von daher würde ich sagen, die Zeit erspare ich euch als Wartezeit. Und wir sehen uns dann vor dem Tor wieder, wenn die Zeit rum ist. Bis gleich. So, willkommen zurück. Ich bin nicht mehr am Tor. War jetzt grundsätzlich aber auch nicht so spannend, wie man aber sieht an meinem Rumpf. Ich habe ein wenig Schaden genommen. Am Tor selber musste man beide Gondeln einmal über einen längeren Zeitraum anscannen. Dann wurde ich von drei Kark-Schiffen angegriffen. Das war jetzt auch nicht so dramatisch. Aber jetzt ist es darum, einen Weg zurückzufinden. Und diesen Weg mit Navigationsbojen quasi sichtbar zu machen, wo man langkommen kann. Es ist tatsächlich doch relativ easy. Hätte ich am Anfang nicht gedacht.
Wenn man hier beispielsweise ne, dem Weg der Asteroiden folgt, ist das tatsächlich kein großartiges Problem. So, glücklicherweise wurde mir von den Boronen nicht nur das Schiff geschenkt, sondern auch ich glaube 15 Navigationsbarken, die da drin waren. Ich will das nochmal sehen. Ja, jetzt müssten wir eigentlich hier lang wieder hochkommen können. Probier es einfach mal. Ich setze hier nochmal eine Barke. Und dann würde ich einmal die Richtung wechseln. Aber auch einmal speichern. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Die Frage, sieht das auch so gut aus, dass ich Gas geben kann? Ich teste das einfach mal. Jetzt wieder checken, wo ich bin. Sieht gut aus. Hier ist scheinbar noch mal ein bisschen tricky, dass das Asteroidenfeld endet. Geht zumindest danach raus. Hier setzen wir mal eine Fake. Und dann gehen wir weiter. Einfach mal die Schilde, das ist, das wird dann auch gleich kaputt gehen, was sein sollte, aber es sieht gut aus. Einmal zum Tor. So, jetzt ist das Ganze platziert. System, großes Riff. Ich muss tatsächlich nochmal rein. Warum reicht das nicht? Erreiche System, Heimat der Dunkelheit. Das erschließt sich mir jetzt ehrlich gesagt nicht.
damals nicht reicht. Da ist die nächste Barke. Ist jetzt so weit weg oder was? Sehe sie doch. Was der Autopilot daraus macht. Ein paar hat er übernommen. Autopilot ausgeschaltet. Navigationsbarke. Erreiche System. Großes Riff. So, jetzt sind wir wenigstens wieder zurück. So eine Scheißmission. Werde ich mal hier andocken. Das Schiff reparieren. Ich habe zum Glück ein bisschen Geld bekommen unterwegs. Ich habe scheinbar zwei Missionen da drin gehabt. Ah ne. Oder? Also entweder... Also ich habe zwei Missionen auf jeden Fall erfüllt. Das eine müsste gewesen sein, dass ich eben da patrouilliert habe, also 20 Minuten dort war. Das andere müsste rein theoretisch gewesen sein. Okay, finde ich nicht. Hier. Nee. Keine Ahnung. Eigentlich nur das eine, aber ich habe zweimal Geld erhalten. Ich will mich natürlich nicht beschweren, aber ich verstehe es nicht. Natürlich dran vorbeigesaust. Sprungtor, Meer der Fantasie. Ja,
Das sollte ich einfach mal messen. Bisschen langsamer werden. Und ihr gegebenenfalls helfen. Das Schiff ist schon verdammt schnell. Raumdock der Boronen. Das bin ich mir. Aber muss ich abbremsen? Ich glaube jetzt, ne? Na, das ist immer noch zu schnell. Torboss B. Raumdock der Boronen. Gut, dann wollen wir mal da rein. Der sei da. So, schön. Erfolgreich angedockt. Willkommen. War schon sehr günstig. Danke. Ah, wir haben auch tatsächlich sehr teure Waffen auch bekommen. Also die jetzt nicht, aber die da. Und auch alles andere ist so eine Maximalausfertigung. Die ist ja nicht schlecht. So, wir werden davon ein paar brauchen. Also viel Geld habe ich ja gar nicht. Ach Gott, ist das alles teuer. Den Quatsch brauche ich nicht. Stopp. Bevor ich da irgendeinen Blödsinn mache. Hier oben ist die Ausrichtung so, ne? Und sich irgendwie auch wieder zurücksetzen? Weiß ich nicht. Der Gute hier. Der müsste doch eigentlich handeln können. Uiuiuiui. Noch mal raus. Mal kurz gucken. Ich brauche noch wie viele? Wo ist denn das? 12. Dann hole ich die jetzt hier selbst persönlich. Oder einmal 12 Stück. Und wenn das fertig ist, Herr Baldrick, dann bitte da hin. Sinn. Dann bitte zum Baulager. Wo ist denn das Baulager? Waren transferieren mit Baulager. Hat der das jetzt aufgenommen oder nicht?
Kann das sein, dass der immer noch diesen Befehl hier befolgt? Handeln, nochmal. 12 Stück. Bestätigen. Gut, das macht er jetzt. Jetzt wurde es auch abgezogen und dann würde ich sagen, hier. Waren transferieren und bestätigen. So. Dann haben wir es halt selber geholt. Jetzt ist die Frage, steht das dann da? Was ist das hier überhaupt? Rechtes Limit. Das klingt. Ja, jetzt stehen die 12 da. Das ist gut, dann werden die beiden auch gebaut. Alles muss man selber machen hier. Vielleicht wäre es schlauer gewesen, gleich mehr mitzunehmen. Der Weg ist schon verdammt weit. Naja, egal. So, da wir das jetzt gemacht haben, weiß ich, dass ich jetzt Geld ausgeben kann in der Höhe. Wir werden erweiterte Satelliten mitnehmen. Wir werden die aber hier lassen. Und dann ist das immer noch zu viel. Ach, da oben steht's ja, okay. Ich habe hier drauf geguckt, das macht natürlich keinen Sinn. Muss hier oben gucken. Was ist die Summe? Ich glaube, das ist das einzige Spiel, wo im Handel oben die Summe steht. Und Bestellung bestätigen. So. Was als nächstes? Das würde eigentlich mehr Sinn machen. Wir haben eine Sicherheitsbereicherung des inaktiven Sprungtors eingerichtet. Jetzt beginnen wir mit dem Bau eines Außenpostens. Erhoffen Sie sich vorerst nicht zu viel. Die Experimente werden bald beginnen, aber die Sprungtortechnologie ist sehr fremdartig und höchst unbeständig. Wir wissen nicht mit Sicherheit, ob wir jemals erfolgreich eine Verbindung erzwingen können, insbesondere ohne Echtzeitkoordination mit unseren Kollegen von Königsthal. Dennoch haben wir mit diesem Sprungtor einen idealen Kandidaten für Experimente. Das Bündnis der Worte ist unseren Cousins in Königsthal gegenüber verpflichtet, sein Bestes zu geben. Diese technischen Wunderwerke haben sich unserem Verständnis bisher entzogen. Irgendwas an der Schnittstelle ist eigensinnig. Unerreichbar geblieben. Der letzte Funke. Auf jeden Fall, Entdecker, herzlichen Glückwunsch. Sie haben Ihre Aufgabe erfüllt. Normalerweise. Wir werden Sie in den kommenden Jahren über unsere Fortschritte auf dem Laufenden halten.
bauen doch normalerweise hier irgendwie die Werft. Werden Sie vielleicht eines Tages Ihren Namen in den Annalen der großen Entdecker und Wissenschaftler finden? Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Mission unterbrochen. Neue Mission aktiviert. Eden, Angreifer. So, dann gucken wir mal. Wir sollen hier im Grunde nochmal 20 Minuten ausharren. In der Zeit würde ich mal eben da etwas schauen. Und zwar würde ich gerne später dieses Schiff hier wieder kaufen. Das habe ich in einem anderen Spielstand schon gemacht, wo ich im Nicht-Terraner gespielt habe. Und ja, ich muss sagen, wow. Also dieses Schiff hat mich wirklich überzeugt. Das wäre mit Sicherheit auch nicht schlecht, aber es ist tatsächlich eher dieses hier. Und es wirkt hier noch etwas günstig mit knapp 600.000, aber mit den Waffen zusammen, die auch teilweise ziemlich teuer sind. Und das Ding hat hier 6 an der Zahl, also 7. 1, 2, 3, 4. Ja. 4 Hauptgeschütze und 3 Geschütztürme. Das macht schon Spaß, damit zu fliegen. Das wäre also eins der Kampfschiffe, die ich haben wollen würde. Das hier verstehe ich noch nicht so ganz, warum das gemacht wird. Ja, egal. So, und die 20 Minuten. Assistent, würde ich... Sie müssen meine Abwesenheit von Ihren jüngsten Erkundungen entschuldigen. Es ist nur, ich war recht vertieft in meinen eigenen Beobachtungen. Was sagte Numan Karet? Bis wann will das Bündnis der Worte seine Experimente abschließen? Naja, der Expeditionsleiter hat angedeutet, dass er uns in den nächsten Jahren auf dem Laufenden halten wird. Was? Jahre, sagten Sie? Das ist... Oje, das ist ziemlich enttäuschend. Ich hatte gehofft, sofort zu Ihren Experimenten beitragen zu können. Nun, da Sie ohnehin Aufgaben im boronischen Raum erledigen, würden Sie mir vielleicht bei meinen persönlichen Nachforschungen behilflich sein? Seit meine Tentakel zum ersten Mal die wissenschaftlichen Geräte in dieser Forschungseinrichtung erfassten, bin ich vom großen Riffnebel völlig fasziniert. Auch wenn das listige Schiff der Sigaris-Pioniere die genaue Erfassung der Messwerte im Moment erschwert. Wissen Sie, ich habe mehrere Neutronensterne identifiziert. Magnetare in der Tat, die auf seltsam spezifische Weise pulsieren. Einer könnte eine Anomalie sein, 2 könnten ein Zufall sein. Aber ich habe bereits einen möglichen dritten identifiziert. Ich brauche sie, um meine Beobachtungen zu überprüfen. Unabhängig. Zu diesem Zweck habe ich eine Liste von Positionen in großes Riff zusammengestellt. Na, das passt doch. Das ist ja hier, wo ich eh patrouillieren soll. Bitte verzeihen Sie mir, wenn ich etwas erregbar erscheine. Machen wir mal direkt mit. Es besteht die Möglichkeit, aber ansonsten nervt mich das ganz schön bei diesem Spiel, dass wenn sich plötzlich jemand meldet mit irgendeiner Aufgabe, die einfach als aktive Aufgabe hingesetzt wird. Ich möchte dich begleiten. Und das, wo man eigentlich gerade hinfliegen will, dann wieder deaktiviert wird. Das ist echt blöd, wenn man auch beispielsweise im Autopilot unterwegs ist. Ich muss sagen, die Flut an wissenschaftlichem Jargon lässt mich kalt. Ich ziehe Taten vor. Raumdock der Boronen. Leerer Raum. Oh, da oben mit, glaube ich. Nee, doch nicht. Sie haben die genaue Position erreicht. Ausgezeichnet.
Jetzt die Messungen. Nein, das taugt nichts. Wir müssen diese Messwerte ignorieren. Nun gut, das wird uns nicht entmutigen. Assistent, auf zur nächsten Position. Busuta, darf ich eine persönliche Frage stellen? Auf jeden Fall, Milati. Was treibt Sie dazu, dort draußen zu bleiben? Ganz allein in Ihrem winzigen Tank? Sind Sie nicht versucht, sich wieder mit Ihrer Art zu vereinen, jetzt, wo wir wieder verbunden sind? Nichts würde mich mehr entzücken, als die Provinzen selbst zu erkunden und endlich einmal aus dieser Röhre herauszukommen. Aber meine Arbeit ist einfach zu wichtig. Nach Jahren der Versklavung im Dienste der Weiterentwicklung von Splitwaffen leite ich nun die wahrscheinlich fortschrittlichste wissenschaftliche Einrichtung im Netzwerk. Ich bin schwer versucht, den Posten zu verlassen, auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist. Ich würde Großes Riff sehr gerne einmal persönlich in Augenschein nehmen. Aber letztendlich ist meine Arbeit hier so viel wichtiger als meine persönlichen Wünsche. Was steckt also hinter Ihrer anhaltenden Faszination für Großes Riff? Verzeihen Sie mir die Offenheit, aber Sie scheinen ziemlich auf dieses System fixiert zu sein. Tatsächlich wurde ich dort geboren. Nicht, dass ich irgendeine Erinnerung daran hätte. Dann, kurz nachdem ich geschlüpft war, wurde ich in den argonischen Raum gebracht. Aber Moment mal. Das würde bedeuten, dass Sie mindestens... Ja, in der Tat. Wenn die Aufzeichnungen korrekt sind, bin ich 47 Jahre alt. Unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals einen so betagten und ehrwürdigen Menschen treffen würde. Menschen? Daher meine Furcht, Zeit abseits meines Labors zu verbringen. Solange mein Verstand scharf ist, muss ich ihn zum Wohle aller einsetzen. Die zweite Messreihe. Vermaledeites Phytoplankton. Nichts. Schon wieder. Wir werden es noch einmal versuchen. Ich weiß, dass ich an etwas dran bin. Ich kann es in meinen Flossen fühlen. Vera? Irgendwie ist es seltsam. Unsere Lebensspanne ist kurz. Zumindest im Vergleich zu den anderen bekannten intelligenten Spezies. Wenn man darüber nachdenkt, werden sich nur sehr wenige Boronen der treibenden Provinzen an Königsthal oder die wohlwollende Führung unserer Monarchen erinnern. Und doch, wenn man einen von ihnen fragt, dann hat die Suche nach einem Weg zurück nach Hause für jeden von ihnen die höchste Priorität. Wie kommt es, dass wir dazu getrieben werden, solche Dinge zu verfolgen? Selbst bei der kleinsten Spur? Ist das angeborene boronische Naivität? Oder ein angeborener wissenschaftlicher Drang? Das ist einfach in unserer Natur. Wir sind dafür bekannt, Pazifisten und Wissenschaftler zu sein. Aber... Oh, für Pazifisten, aber ganz schön mächtige Schiffe. In erster Linie Optimisten. Exzellent. Da ist dieser Stein. Ja, diese Position scheint vielversprechend. Jetzt führen wir Messungen zu dem Phänomen durch. Merkwürdig. Was? Nein, das geht überhaupt nicht. Assistent, irgendwas scheint die Messungen zu stören. Sie müssen dem sofort auf den Grund gehen. Asteroid. Dieser Asteroid ist höchst ungewöhnlich. Es scheint eine Art Restenergie auszustrahlen, welche die Genauigkeit meiner Messwerte beeinflusst. Er ist ja bei den anderen Plots, wenn man nicht mit den Terranern anfängt. Moment, was? Ist innerhalb der Raumstation. Hauptquartiers. Ist es möglich, die Störung zu berücksichtigen und die Messwerte entsprechend anzupassen? Oder das Schiff für sauberere Messungen ein wenig anders zu positionieren? Unvorstellbar! Wir dürfen diese Messungen in keiner Weise gefährden. Es gibt keinen Spielraum für Fehler oder Extrapolation. Alles muss exakt sein.
Eine kontrollierte Sprengung wäre die beste Maßnahme, die wir ergreifen können. Du wirst Raumanzugbomben brauchen, um den Asteroiden zur Explosion zu bringen. Erlaube mir, dir ein paar zu überlassen, die du nach eigenem Ermessen verwenden kannst. Oh, eine kleine Warnung. Lass dich nicht von den Behörden mit diesem Schmuggelgut erwischen. Schlüpfen Sie in Ihren Raumanzug, Assistent. Na gut. Ich weiß gar nicht, ob ich das gerade eben schon gemacht habe. Ich hatte es auf jeden Fall vor. Marco. Exzellent! Bringen Sie jetzt mehrere Bomben an dem Asteroiden an. Oh, das ist aber weit weg. Warte mal, das will ich, glaube ich, nicht. Andockerlaubnis erteilt. Mach das ein bisschen näher ran. Marco. Sir. Asteroid. So. Ja, komm wieder raus. Marco. Asteroid. Egal, wo man die hinmacht. Und detonieren. Erstmal will ich wissen, wo ist mein Schiff? So sehe ich das nicht. Marco. Welch ein Spektakel! Vernichtung mag ein etwas extremer Ansatz zur Lösung unseres Problems gewesen sein, aber es scheint das für eine Lache. Raum. Jetzt messen wir. Das ist... Ich will da eigentlich nicht weg. Da kommt der Asteroid zurück. Was passiert da jetzt? Das Bündnis der Worte sucht immer noch nach einer Möglichkeit, sich mit der Sprungtor-Technologie zu verbinden. Vielleicht haben wir gerade etwas gefunden, das eine nähere Untersuchung wert ist.
Ich werde diese Erkenntnisse unverzüglich an das Team von Numan Garret weiterleiten. Assistent, Sie sollten jetzt zum Außenposten der Expedition zurückkehren. In der Zwischenzeit werde ich meine intellektuellen Saugnäpfe auf die Details unserer Entdeckung richten. Entdecker, denke nicht eine Nanosekunde lang, dass ich nicht mit dir komme. Was ist das? Konstruktionshilfe. Diese Entdeckung, die Sie und Bosota gemacht haben, ist ungeheuer interessant. Ich kann noch nicht erklären, wie die beiden verbunden sind. Aber diese Energiewerte scheinen mit dem Sprungtor kompatibel zu sein. Zumindest laut den vorläufigen Simulationen des Wissenschaftsteams. Es ist eine Chiffre, absichtlich platziert, um uns Zugang zum Netzwerk zu ermöglichen. Ich weiß nicht, ob man das abschließend sagen kann. Das sind fantastische Behauptungen, für die es keinerlei stichhaltige Beweise gibt. Vielleicht beziehen die Sprungtore einen Teil ihrer Funktion aus anomalen Ereignissen, wie zum Beispiel aus ihren synchronisierten Gestirnen. Oder vielleicht hat wer auch immer diese Sprungtore gebaut hat, den blauen Riesen als ständigen Bezugspunkt gewählt. Einen, der in allen wichtigen Bereichen des Netzwerks auffindbar ist und für irgendeine Art von Kalibrierung genutzt wird. Wir haben noch nicht genügend Daten. Daher zögere ich, vorherige Schlüsse zu ziehen. Davon einmal abgesehen, beschleunigen Ihre Entdeckungen sicherlich unseren wissenschaftlichen Zeitplan. Entdecker, suchen Sie mich zu einem Gespräch auf, damit ich Sie über unser weiteres Vorgehen informieren kann. Es ist ziemlich offensichtlich, warum er so zögerlich ist, meine Hypothese zu erwägen. Ich gebe zu, dass sie auf den ersten Blick eher skurril erscheint. Aber ich glaube, er wird es bereuen, dass er das Konzept so leichtfertig verworfen hat. Dass dieses Phänomen gerade jetzt auftritt, wo wir unseren ersten Vorstoß in die Sprungtor-Interaktion machen, ist ein Zufall von astronomischem Ausmaß. So, das Geld holen wir uns jetzt hier nochmal kurz. Und darauf müsst ihr nicht warten. So. Da sind die 4 Minuten mal eben um. Und wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen wieder dorthin. Nach Hatikva. Das wird zwar auch wieder eine Storyline starten, aber das finde ich jetzt nicht so dramatisch, weil Moment. Wir machen noch was anderes. Wir werden vorher noch mal kurz bei den Split reinschauen. Ah, das ist ja auch schön. Guck mal da, unser Transporter mit den dringend benötigten Materialien ist auch bald da. Stellt sich die Frage, warum man den nicht losgeschickt hat, ne? Weil der arbeitet ja eigentlich hier für die fürs Baulager. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist das viel zu weit weg. Und genau, wir werden jetzt einmal zu den Split reisen. Da kann ich mir eigentlich auch noch mal ganz kurz angucken. Oh, das ist Bündnis der Worte, aber wo sind denn die, da, die Boronen? 10. Gut, hätte ich natürlich jetzt auch erstmal bei denen aufsteigen können. Naja, was soll's. Ich komme eh irgendwann wieder zurück. System, karge Küste. Und schon angedockt? Nein. Wo habe ich jetzt meinen? In hier, okay, der ist da.
würde ich auch gerne noch mal ein bisschen was mit den Waffen machen. Der hat ja noch so viele, also die Odysseus hat ja noch so viele Waffenplätze frei. Hier bei den Geschützen. Erreiche System. Wachsamer Blick. Stehen bleiben, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Wenn ich mir die Geschütze angucke. Große Geschütztürme, 1 von 2. Schildgeneratoren, 2 von 4. Da ist doch hier kein Geschütz drin. Warum lässt er davon nur eins zu? Davon wiederum zwei. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Mal gucken, ob er das macht. Ich jetzt auf jeden Fall rein. So, genau. Wir müssen einen weiter. Ich verstehe nicht, dass er das eine Geschütz nicht doppeln konnte. Weil ich eigentlich auch fest der Meinung bin, dass ich das beim letzten Mal gemacht habe oder beim vorletzten Mal. Ich weiß gar nicht mehr. So. Das dauert so schon lange und das Schiff ist schon doppelt so schnell wie das da, das was ich vorher hatte. Erreiche System. Jetzt erst Untergang. Sprungtor. Morgenstern. Da wollen wir eigentlich nicht durch. Aber was ist das für eins? Keine Ahnung, wir wollen auf jeden Fall da lang. Oder wollen wir da? Ja, eigentlich ist doch hier. Nichts zu finden. Wo ist denn das Sprungtor hin? Nach hier oben. Schwarmwächter.
Komm her. Schwarmwächter. Lindwurm, Gas. Kranich, E, Gas. Alligator, Gas. Ihr kommt doch bestimmt auch von irgendwo her. Machen die da? Da gibt's doch nicht mal Gas an der Stelle. Merkwürdig, echt. Ja. Wobei, ne, das ist was. Gerade herkommen. Sprungtor, wachsamer Blick. Oder? Ja. Gut, dann bin ich tatsächlich verwirrt. Mal wieder. Was ist denn das für ein Tor? Ach, das ist wieder wachsamer Blick. Ich bin doch schon so weit davon entfernt. Und was ist das hier? Sprungtor, Morgenstern. Der Freihafen von Hatikva, ne? Unbekanntes Objekt. Ne, ist auch ein Tor. Was macht das da? Hey, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Sternkonstellationen zu Systemen aus dem Tornetzwerk vor dem Zusammenbruch passen. Das ist der Weg zur alten Föderation. Da will ich doch hin. Eigentlich hätte ich gerne bestimmte Schiffe von denen und auch bestimmte Waffen von denen. Das heißt, ich muss mich zumindest mit einer dieser Familien anfreunden. Gibt's ja auch ein paar mehr. Erstmal die, die näher dran ist. Ist da rein? Erreiche System, elende Himmel. Da in der Mitte. Nie mit gerechnet. Geschützturm, Medikamentenfabrik. Irgendwas dabei, was für die illegal ist? Nö.
Unbekannte Station. Ja, kurz bei denen forschen hier, was es hier so gibt. Medikamentenfabrik. Bräuchte Speer. Aber auch dafür braucht man Geld. Unbekannte Station. Ach. Boa. Elende Himmel 4, Familie Valka. Gewürzplantage. Drache. Elefant. Sterben werden. F. Hier ist ein Xenon. Ich bin ja schneller. Mal gucken, ob ich den noch stoppen kann oder ob der noch rausflitzt. Flitz raus. Da hole ich ihn mir auf der anderen Seite. Elefant. Beschleuniger. Elende Himmel 5. Familie 4. F. Erreiche. Oh. Elende Himmel 5. Familie 4. Shit. Steht der da? Elefant. Auch ein Elefant. F. Wo steht der da regungslos? Die F sind fies. Alter, kannst du so viel Schaden? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Elende Himmel 4, Familie Valka. Komm mal gucken. Da gibt es eine Mission für mich. Ah, oh Mann, ey. Was da? Hab ich gerade irgendwo eine Mission gesehen. Ich die auch hier? Gewürzplantage. Stopp diesen Kriminellen! Die Mission. Schiff B.
Primada. Ach Gott, warum auch immer, ich habe das da oben ausgemacht. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Okay, das sind wir sogar. Mission unterbrochen. Neue Mission aktiviert. Nee, wir bleiben bei der... ist es die hier? Nee, es ist die hier. Bin ja eh noch hier, deswegen... Danke. Würfel. Unbekannte Station. Gaia an Agrargüterfabrik. Naja, ich denke mal, in Anbetracht der Zeit würde ich euch jetzt einfach wegschicken, würde das Ganze jetzt hier einmal beenden. Unbekannte Station. Und ja, würde hier noch ein bisschen weiter gucken. Ganz kurz die Mission hier anschauen. Pakt von grüner Schuppe, das soll ich eh schon machen. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Genau, würde hier noch ein bisschen weiter erkunden und dann würden wir beim nächsten Mal eben nach Hatikva aufbrechen und dann mal gucken, ob wir da den einen Plot eben starten und gleichzeitig den der Terraner ja auch weiter vorantreiben. Ich habe keine Ahnung, wie lange die gehen. Ich habe noch nie einen beendet und genau, dieses Mal dachte ich, das können wir ja mal gemeinsam machen, wenn ihr Tipps und Tricks habt, wo man auch am ehesten noch weitermachen sollte oder wie man das jetzt mit dem Geldverdienen machen sollte, außer vielleicht immer andere Schiffe zu kapern. Ja, sagt mir gerne Bescheid, schreibt das in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.